Ja, moin, Nico hier von der Firma Menching. Wir befinden uns jetzt mitten in der Zwischenfrucht. Getreide ist ab, Raps ist in der Erde, das Greening ist auch schon ausgesät und jetzt wollen wir noch auf unseren letzten Flächen, wo nächstes Jahr Mais draufkommen soll, Hafer streuen. Könnte man auch sehen, aber wir machen es mit einem Düngerstreuer, geht schneller, kostengünstiger und sieht genauso gut aus, als ob ich jetzt Sänen fahren würde. Fast genauso. Ja, womit streuen wir? Wir streuen oder säen in Anführungsstrichen mit unserem Düngerstreuer, Rauchaxis 50.3. Neueste Technik, das ist noch nicht ganz neu, der Streuer, der ist jetzt das erste Jahr jetzt bei uns und ich wollte euch mal ein bisschen was dazu erklären. Ja gut, fangen wir oben mal an, also Abdeckplane ist klar, die können wir jetzt in dem Fall mit dem Elektromotor hoch und runter fahren, also da braucht man mit der Hand auch nicht mehr viel rumklappen. Dann kommt das Saatgut jetzt in dem Fall oder halt der Dünger, je nachdem was wir jetzt machen wollen mit dem. Wir können auch Schneckenkorn mit dem streuen, also düngen, säen und noch ja, Pflanzenschutzmittel in Form von Schneckenkorn beim Raps zum Beispiel auch noch streuen. Ja, das Ganze kommt hier oben rein, Klappe auf, reinkippen und dann haben wir hier zwei, ich sag augenscheinlich für Leute Teller, Wurfscheiben nennt sich das dann. Das kommt dann das Gut, was wir, je nachdem was wir hier drin haben, über die Schieber, die sind hier an der Seite, die werden elektronisch verstellt von oben. Quasi je nach Menge, wie viel ich haben möchte oder wie schnell ich fahre, das regelt der Streuer dann von selber, das können wir nachher mal einmal zeigen. Lässt er halt so und so viel von dem Gut, was da rauskommt, auf die Teller fallen. Und diese Wurfscheiben sind jetzt S6-Scheiben. Die werden nochmal unterschieden, weil wir haben ja auch verschiedene Arbeitsbreiten. Und je nachdem, wie schwer das Material ist, desto oder welche Arbeitsbreite wir haben, desto können wir das halt, müssen wir uns die Scheiben anpassen. Wir arbeiten ja jetzt 27 Meter und 30 Meter und da müssen wir die S6-Scheiben haben. Das ist jetzt eine Spannweite, die ist, glaube ich, von 14 Meter bis 30. Irgendwie so, dafür sind die gebaut. Ja, das ist aber noch nicht alles. Hier dran haben wir so einen genannten Axmat. Der misst mit Ultraschallwellen genau, wie das Streubild vom Streuer ist. Also das ist schon echt hochmodern alles. Und je nachdem, wie der dann, du musst den einmal kalibrieren, je nach Dünger, muss man dann einmal den Dünger ankalibrieren. Und dann weiß der auch, so fliegt das oben und so steuert er dann auch den Streuer. Also da braucht man selber gar nicht viel machen. Der Streuer kann Section Control, heißt Keile fahren, dann dosiert er das so auf der Wurfscheibe, dass es dann halt nicht zu Überlappungen kommt. Ne? Wir wollen dann nicht zu viel Dünger ausbringen. Erstens kostet nur Geld und zweitens nützt uns das auch ganz nichts. Und Saatgut genau dasselbe. Ne? Wir wollen nicht zu viel ausbringen, sondern genau passen. Und das regelt er dann auch alles von selber. Ja, was kann er noch? Eine Waage hat er. Also wenn ich jetzt zum Raiffeisen Landboden fahre oder irgendwo hin und ich hole jetzt irgendwas ab, Dünger oder so, und ich brauche es für eine Fläche nur noch 155 Kilo, dann kann ich auch wirklich dem Fahrer, der das voll macht, genau sagen, ich brauche 155 Kilo, kann gegenwiegen, alles Mögliche. Und das funktioniert also astrein. Also wie gesagt, wenn ich den ganz voll habe, den Düngerstreuer, dann kriege ich so 2,5 Tonnen mit. Das ist eine ganze Menge. Jetzt, wo es trocken ist und so, ist es auch alles möglich, ist kein Problem. Aber im Frühjahr, das haut dann hier auf unseren Böden dann doch nicht hin. Das ist zu nass hier. Und da würden wir mehr kaputt machen mit als sonst was. Anders zu anderen Düngerstreuern ist dieser jetzt zum Beispiel nicht mehr über Zapfwelle angetrieben, sondern komplett über Lord Sensing, heißt über Öl. Es ist hinten einfach nur Ölanschlüsse angeklemmt und der Trecker steuert das dann selber. Heißt, ich brauche jetzt oben über das Isobus. Das heißt, ich stecke einen Stecker rein und habe am Computer vom Trecker direkt die Maschine drauf geladen. Ich brauche also quasi nur noch einstecken, Öl anschließen und fertig. Und dann kann ich dann nur noch über elektronisch das Lord Sensing ansteuern und die Hydraulik regelt der Trecker dann von selber. Also das ist auch nochmal eine Erleichterung für uns. Ja, so viel gibt es auch schon gar nicht mehr zu sagen zum Streuer. Und ich würde euch oben im Computer nochmal ein bisschen was zeigen wollen. Dann kommt mal mit und dann können wir dann vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Ah, ist gerade so ein bisschen Hafer hier durch die Hütte geflogen. Normalerweise sieht das nicht so aus hier. Ah, der ist noch von der Spritze, der Computer, muss schon hier hinten hin. So, wie ihr seht, habt ihr hier unseren Streuer. Und da kann ich jetzt halt alles einfach nur digital anwählen. Ist heute alles mit Touch. Ist nur noch jetzt hier. Würde ich jetzt zum Beispiel die Wurfscheiben anmachen. Und dann kann man auch direkt sehen hier unten, wie schnell die laufen. Jetzt in dem Fall. Ne? Also das 900 Umdrehungen pro Minute. Machen sie jetzt gerade.
So, dann müsste ich jetzt nur noch bei dem Streuer in dem Sinne auf Start drücken und losfahren. So, wenn ich stehe, macht er nichts. Wenn ich dann losfahre, regelt er halt die Dosierung nach der Geschwindigkeit. Der hat auch noch Randstreuen, nennt sich das Ganze. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, also Düngerstreuer fährt man immer als erstes einmal um die Fläche oben zu. Das heißt, dass er dann auf dem Teller ganz außen weniger draufschmeißt so, oder anders draufschmeißt, dass ich halt wirklich ein Grenzstreuen machen kann. Kann man nie verhindern, dass man ein Körnchen rüberfliegt oder so, aber normalerweise ist es damit dann auch schon abgedeckelt, dass man dann jetzt nicht irgendwelche Fahrradfahrer abschießt oder irgendwie sowas. Muss ja auch nicht sein. Ja, genau. Hier kann man jetzt die ganzen verschiedenen Sachen einstellen. Können wir mal einmal gucken. Gut, das wäre jetzt hier der Zähler, also wie viel Restkilogramm ich haben will, wie viel Hektar noch, Meterzähler, Waage tarieren. Könnte man jetzt machen, mache ich aber jetzt nicht, weil dann hat er jetzt 0 Kilo offiziell drin. Das soll er ja nicht, das soll mir schon richtig, das Richtige anzeigen. Hier wäre jetzt, das ist auch so eine Spielerei, aber unsere Abdeckplane, wenn er jetzt mal nach hinten guckt, dann fährt sie jetzt auf. Das sind dann halt so Sachen, das ist schon Luxusausstattung, kann man jetzt einfach mal so sagen. Braucht man nicht, aber das ist ganz nett. Können wir dann sogar mal in den Regen mal Dünger streuen, wenn es mal drauf ankommt. Das wäre jetzt nicht mehr das Problem. Schnellleerung, wenn wir den jetzt zum Beispiel schnell leer machen wollen, können wir das dann darüber laufen lassen, weil das ist halt alles elektronisch gesteuert. Ich kann den Schieber nicht mehr manuell aufmachen oder irgendwas. Ich muss ihm sagen, er soll aufmachen, ich möchte leer haben. Und normalerweise sollte man aber so machen, dass man sowieso von der Rechnung her schon den letzten Dünger genau auf dem Feld aufpassend ausbringt. Ja, Betriebsbild. Ja, können den Streuer auch noch ganz manuell fahren, wollen wir aber nicht. Wir haben ja hier unten unseren GPS. Habe ich jetzt gerade auch die Fläche hier fertig. Da seht ihr halt, wo ich gewesen bin. Genau an den Bahnen, diese Öhrchen haben wir jetzt einfach nur immer hier, wenn man da schnell um die Kurve fährt, dann malt er da nicht. Liegt aber Dünger oder Saatgut, liegt halt in dem Fall doch da. Ja, und dann kann man sich jetzt dann halt die Flächen so sehen, wo man gewesen ist. Und wenn, sobald er dann auch in diesen Kurven hier reinkommt, schaltet er auch ab. Also das bräuchte ich selber zum Beispiel auch nicht mehr machen. Sind alles jetzt das zum Streuer. Düngerstreuer ist heutzutage echt schon kompliziert geworden, wenn man jetzt bedenkt, früher war es einfach nur ein Schieber auf und Drehzahl und fahren. Heute kann man schon eine ganze Menge mehr damit machen. Wird auch so gefördert, wird auch so angenommen und wird auch gern gemacht. So ist eine schöne Sache und ja, das war's zum Streuer soweit. Bis dahin, euer Nico. Macht's gut.